Es ist das Spitzenspiel in der Oberliga Hamburg. TuS Dassendorf empfängt Concordia. Die Bilanz beider Teams: 4 Spiele, 4 Siege. Eine der Serien wird nach diesem Spiel reißen. So viel steht schon mal fest. Jean-Pierre Richter schickt seine beste Truppe aufs Feld. Mit dabei ist natürlich auch Martin Harnik, der Kapitän und Ex-Profi. 10 Tore in 4 Spielen. Eines davon beim Last-Minute-Sieg gegen Paloma am vergangenen Spieltag. Concordia auf der anderen Seite musste sich zuletzt gegen den Bezirksligisten HT16 im Landespokal im Elfmeterschießen geschlagen geben. Da stand eine ganz andere Elf auf dem Platz. Frank Pieper von Valtier rotiert auf 8 Positionen. Rein geht's ins Topspiel. Dassendorf von links nach rechts die bessere Mannschaft in der Anfangsphase und mit einer Ecke. Die wird abgefälscht und da steht Mattia Macho und der sorgt für den Traumstart von Dassendorf. 1:0. Die Freude ist groß bei Macho. Kein Wunder, nach 4 Spielen trifft er das erste Mal in der laufenden Saison. Und dieser erste Eintrag auf der Torschützenliste kann sich durchaus sehen lassen. Er bekommt dort den Ball, den Abpraller und nimmt ihn einfach Volley ab. Wunderschönes Tor. Johannes Höcker ist konsterniert, er wird hier von seiner Verteidigung im Stich gelassen. Eine halbe Stunde später wieder Dassendorf und wieder Mattia Macho, dieses Mal mit der Vorlage für Sven Möller. 2:0 für die Gastgeber. Dassendorf hat in der Zwischenzeit etwas den Druck aus der Partie genommen, ohne dabei Concordia Chancen zu geben. Die Führung geht deshalb auch auf jeden Fall in Ordnung. Mattia Macho mit einer ganz starken ersten Halbzeit und Sven Möller mit seinem ersten Tor in der Oberligasaison. Concordia schafft es nicht, den Gegenschlag zu setzen. Stattdessen spielt Dassendorf ganz groß auf. Chigin Lam bekommt den Ball in der Spitze, hat 2 hinter sich gelassen. Sein Schuss aber keine große Herausforderung für Höcker im Kasten. Der sieht aber den nächsten Angriff auf sein Tor zu rollen. Dieses Mal über die linke Offensivseite. Und dieses Mal ist auch Martin Harnik mit von der Partie. Der will hier mit dem Kopfball auflegen, trifft den aber nicht richtig. Nach einem Viererpack sieht es für ihn in dieser Partie noch nicht aus. Dann kommt Concordia mal gefährlich nach vorne. Soleimani will dribbeln, fällt im Strafraum und Wagner zeigt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter für die Gäste. Mattia Macho ist der Übeltäter in dieser Situation. Er stellt das Bein leicht raus. Ob es einen Kontakt gab und ob der ausreicht, das vermag ich aus dieser Perspektive nicht zu beurteilen. Vincent Boog nimmt sich der Sache an, scheitert aber an Christian Krune im Tor. Boog wollte zocken, wollte die Mitte nehmen, aber Krune lässt sich nicht aus der Fassung bringen. Mit diesem Ergebnis geht es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel schwächt sich Concordia selber. Saliam sieht die Ampelkarte und Mattia Macho bekommt die Chance zur Flanke. Oder ist das ein Torschuss? Wahnsinn! 3:0 und keiner weiß so richtig, wer getroffen hat. Das hier ist die Notiz von Wagner im Spielbericht. Mattia Macho, er wäre der zweifache Torschütze, aber in der Wiederholung sieht es so aus, als würde Martin Harnik den Ball noch vor der Linie mit der Sohle reintreschen. Stand jetzt ist Mattia Macho aber der Torschütze. Martin Harnik kommt dafür in dieser Szene nochmal zum Vorschein. Wunderbares Doppelpassspiel mit Dennis Bergmann und der veredelt das Ergebnis. 4:0, das Topspiel wird ganz eindeutig. Dennis Bergmann ist in der zweiten Halbzeit reingekommen und darf sich über sein erstes Tor freuen. Die Vorarbeit im Zusammenspiel mit Martin Harnik ist Balsam für die Augen. Damit wiederholt sich das Ergebnis aus dem Spiel, was vor ungefähr einem Jahr an dieser Stelle stattfand. Dassendorf gewinnt mit 4:0 gegen Concordia. Ein klipp und klares und eindeutiges Ergebnis und eine gänzlich verdiente Leistung. Der Mann des Spiels ist ebenfalls ganz eindeutig Mattia Macho, stellt Martin Harnik nach 4 torreichen Partien etwas in den Schatten. Die Einschätzung zum Spiel gibt es von Dassendorf-Trainer Jean-Pierre Richter. Frederik Wöhl hat ihn am Mikrofon. Nach dieser langen Corona-Pause nutzen wir wirklich Woche für Woche gemeinsam die Trainingseinheiten und dann freuen wir uns natürlich am Wochenende auf der Bühne, das auch den Zuschauern und auch der Staffel zeigen zu können, worauf wir hinarbeiten. Unser Ziel ist auch ganz klar gesetzt, deswegen, ich glaube, da fehlt es gar nicht an Motivation. Mit diesem Sieg gewinnt Dassendorf die Alleinherrschaft an der Tabellenspitze der Staffel 1 der Oberliga Hamburg. Die Dominanz setzt sich fort. Kommende Woche reist die Richterelf zum Maindorfer SV.